Guten Abend, ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber ich bin hier gerade auf dem Spielplatz und ich mache ein paar Nachtaufnahmen, da ich diese besonders schön finde. Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich auch noch ein paar ins Video rein. Ich wollte jetzt mal was sagen. Ja, ich bin ein Nerd und ja, ich mache gerne Fotos bei Nacht. Macht mich das zu einem komischen Menschen? Wer weiß. Aber ich wollte es euch bloß mal sagen. Ich meine, mal hier um. Vor allem hier oben dann der Mond. Durch die Bäume gefilmt. Wie die Wolken vorbeiziehen. Schon ein bisschen unheimlich, wie ich finde. Ich gebe euch das mal. Und ja, die Straße, die man im Hintergrund hört, ist die B8. Nun ist der Mond frei von Wolken. Wisst ihr? Ich mag die Nacht. Ich mag es bei Nacht draußen zu sein, den Sternenhimmel zu beobachten, den Mond zu beobachten. Es ist einfach schön. Ich finde, wir Menschen sollten die Natur viel mehr zu schätzen lernen. Ich glaube, das ist es, was uns am meisten verloren geht. Man kann sich mittlerweile die schönsten Flecken der Erde angucken, ohne aus dem Wohnzimmer rauszugehen. Man guckt es im Fernsehen an oder wenn man per HDMI-Kabel den Laptop mit dem Fernseher verbindet, schaut man es sich auf YouTube an oder Bilder auf Google. Oder Bing, vor manche, die es benutzen, oder Yahoo. Aber ich finde es immer noch wichtig, mal nach draußen zu gehen und wirklich den Sternenhimmel zu beobachten. Das mag jetzt ein bisschen schwülstig klingen, aber ich halte den Sternenhimmel für eines der schönsten Dinge in unserer, die man auf unserer Welt sehen kann, von unserer Welt aus. Ich meine, wir schauen gerade gemeinsam auf den Mond und dahinter in die unendliche Schwärze des Universums. Es ist einfach der Wahnsinn. Wir blicken in die Unendlichkeit, in die Schwärze des Alls. In die Dunkelheit. There is no light without darkness. There is no darkness without light.